Wie ist das eigentlich bei dir? Weil in deinem Alter sind ja die meisten Leute immer noch auf diesem Spaßfilm mit Partys, Alkohol, Drogen, Frauen, dies, das. 17, 18 war ich dann auch echt so wöchentlich am Kiffen, der mich dann auch mit in die Fitnessschiene genommen hat und seitdem ging es eigentlich nur noch berghoch. Aber bei mir kam dieser Einfluss, glaube ich, vor allem durch meinen Vater. Ich habe damals CDs verkauft für meinen Vater, während die Veranstaltung halt lief. Wegen Strahlenschutz auch. Ich habe so ein Elektrosmog-Messgerät, der so hochfrequente Strahlung misst. Und Aluhut hast du auch noch manchmal auf oder eher weniger denn? Ich merke dann richtig, wie ich so eine Art Druck habe, wenn ich so den Flugmodus ausmache und so auf WhatsApp gehe. Weißt du, die Aussagen, gibt es nun mal Gehirnchips und Metaverse und Gedanken in die Cloud hochladen. Das ist ja dasselbe Prinzip. Du bist dann eine Maschine, die dauerhaft an ist. Du hast überhaupt gar keine Kontrolle mehr über dich selbst. Und bei dem Punkt sind wir ja schon. Manchmal habe ich auch das Gefühl, du bist ein älterer Mann in dem jungen Körper, Bro. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Eid, oh shit, oh shit, oh shit. What's going on here, meine lieben Freunde? Bam. Back in business. Twitch it in, motherfuckers. Wie geht's, wie steht's, meine lieben Freunde? Und auch heute bin ich wieder nicht alleine. Oh, Andrew Tate 255. Mal wieder der erste Zuschauer mit dem ersten Text. Fühl dich, feier ich, prägt mich, Bruder. Korrekt, dass du wieder am Start bist. Auf jeden Fall haben wir heute wieder einen Special Guest am Start. Und zwar den Leo von Ketzer der Neuzeit. Der wartet auch schon drüben auf der anderen Leitung. Yes, ich schalte direkt rüber jetzt. Bam. What's going on here, man? Ah, man hört dich nicht. Scheiße, ich habe deinen Ton aus. Jetzt nochmal. Ach, ich wiederhole das einfach nochmal. Beide mit dem Tee bewaffnet, habe ich gesagt. Stößchen, Bro. Jawohl, zum Wohl. Zack. Moin. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie geht's, Bro? Ist gut? Jawohl. Ey, es ist einfach ein Tag vor Weihnachten, ja? Ja, ne? Die Zeit fliegt. Zeit geht echt schnell vorbei. Was machst du an Weihnachten? Na, auf jeden Fall mit der Familie, aber alles sehr viel locker. Ich weiß noch, als Kind damals wirklich durch die Wohnung gerannt, Weihnachtsgeschenke und dann auf einmal Familienmitglieder gesehen, wo man lange nicht mehr gesehen hat. Und jetzt ist das ganz, ganz ruhig. Ein bisschen Tee trinken mit den Geschwistern, ein bisschen Schach spielen und sowas. So. Ja. Und bei ja, dir? Voll. Bei mir auch. Ich fahre morgen dann nach Hannover. Morgen früh fahren wir rüber nach Hannover und dann natürlich mit der, also zu Oma und Opa, dann mit der ganzen Familie verbringen. Ist auch immer besinnlicher geworden. Früher hat man einen Tag vorher sich schon voll krass auf die Geschenke gefreut und gedacht, so, ja, Mann, geil, Geschenke und so. Heutzutage ist es eher so die Zeit mit der Familie, auf die man sich so freut, weißt du? Ja, und ich muss auch noch sagen, ich war ja gerade noch Schüler, 2020 habe ich ja mein Abi gemacht. Und dieses ganze, boah, Weihnachtszeit, Ferien, Weihnachtsfilme gucken, das war damals auch noch ein bisschen intensiver, weil mittlerweile, du kennst es ja selbst in der Selbstständigkeit, so, wir kennen ja gefühlt manchmal nicht mal mehr die Wochentage, weil wir einfach sagen so, hey, ich habe gerade ein Projekt, ich schneide jetzt hier das Video, jetzt das drehen und die Tage fliegen einfach so vorbei und auf einmal stehst du hier oder sitzt hier und sagst, ah, morgen ist ja Weihnachten. Safe, safe, aber okay, da würde ich auch direkt mal auf die erste Frage, wo ich mir gestern auch noch überlegt habe, wie ist das eigentlich bei dir? Weil in deinem Alter sind ja die meisten Leute immer noch auf diesem Spaßfilm mit Partys, Alkohol, Drogen, Frauen, dies, das. Warst du auch mal auf dem Film? Und wenn ja, was hat dich da rausgeholt? Und erzähl mal ein bisschen darüber so. Weil ich kann mich erinnern, in deinem Alter war ich noch ein bisschen mehr auf Fokus auf einfach Spaß haben, so, weißt du? Ja. Also mit 16 ging das bei mir auch langsam los. Da bin ich so nach Indien, habe so wie ein Mönch in einem Rathaus gelebt und nicht mehr gesprochen, 10 Stunden am Tag meditiert. Nee, das. Ich hab's gerade in deinem Gesicht gesehen, Digga, was erzählt der? Okay. Also, das sind tatsächlich Sachen, die ich demnächst mal ausprobieren möchte. Also, diese ganze Ruhe zu finden in dieser schnellen Welt, das ist so eine große Herausforderung. Aber wenn man sich mal bewusst macht, wie sehr man seinen Geist trainieren kann und welche Möglichkeiten einem das gibt, da denke ich mir so, boah, dahin muss es gehen, weil, um zu der Frage zu kommen, klar, also mit 15, 16 hatten irgendwie die ersten Jungs so, ah, hier ein bisschen Bob Marley hören und irgendwie Joints rauchen und dann zweimal gezogen und dann, boah, was ist denn hier los? Dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Mit 17, 18 war ich dann auch echt so wöchentlich am Kiffen und das halt so sehr normal und man dachte sich so, hey, aber ohne wäre doch voll langweilig hier Schule und sowas und das war halt diese Zwischenzeit, wo man noch dieses kindlich-jugendliche Fußballspielen hatte und dann keinen Sport mehr hatte und da halt einfach Drogen, Partys und so weiter natürlich gemacht hat und dann kam zum Glück ja mit 18 ein richtig guter Kumpel in mein Leben, der mich dann auch mit in die Fitnessschiene genommen hat und seitdem ging es eigentlich nur noch berghoch, was diese Entwicklung, sage ich mal, anging. Geil. Aber sehr stark.
Boah, ja, im Nachhinein, Alter, man, ich glaube, man kann diese Zeiten alle mal durchlebt haben, aber es ist wichtig, da auch wieder rauszukommen. Und das am besten auch noch, ja, einfach, ach, Bruder, wirklich. Jetzt ist halt krass, du bist sehr früh da rausgekommen und das ist auch echt gut so. Man merkt halt auch, was es dann mit einem macht, ne, und wie schnell eine Entwicklung auch gehen kann, so. Weil, wie schon mal gesagt, ich finde, dass du in deinem für dein Alter, nicht nur für dein Alter, generell als Mensch schon sehr weit bist, auch im Denken. Und Respekt dafür und auch krass, dass du dich da schon so früh rausgezogen hast, beziehungsweise dein Kumpel, so, weißt du? Ist bei dir denn so, dass du ab und zu dann noch so dass der Teufel mal anklopft und sagt, Bro, scheiß auf alles, geh jetzt raus, nimm Drogen, leb dein Leben so? Ah, also sprich, derselbe Kumpel, der mich in diese Fitnessschiene gebracht hat und raus vor allem aus diesem Freundeskreis, der, weißt du, ja, das sind irgendwo nette Leute, aber verlorene Seelen auch irgendwo. War das einer in deinem Alter oder war der schon ein bisschen älter? Nee, Klassiker, genau 2 Jahre älter. Ich glaube, die Freunde hatten ja viele so, die dann, wo man immer so ein bisschen drauf geschaut hat, so nach oben und meinte so, ey, das ist da, wo ich auch hin möchte, weißt du? Weil der hat halt gemodelt und so sein Ding gemacht. Aber dann habe ich ihm halt mit Kiffen irgendwo angesteckt, sage ich mal. Es war kein fairer Tausch, weil während er dann richtig in diese Schiene erst reingekommen ist, in die er vorher gar nicht drinne war, eigentlich voll der vernünftige, liebe Schwiegersohn, sag ich mal. In der Zeit habe ich aufgehört und er dann durch mich angefangen, was dann irgendwie echt ziemlich ikonisch war. Mhm. Und aber diese Fitnessschiene hat er mir auf jeden Fall mitgebracht. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil gerade auch dadurch kommt man dann in einen neuen Freundeskreis rein. Also es war dann lustig. Es gab in meinem alten Freundeskreis halt dann auch 2, 3, die mit Fitness angefangen haben. Und die konnte ich dann sozusagen mitnehmen in mein, ich sag mal in Anführungsstrichen, neues Leben. Neuer Lifestyle. Dass wir auch mit Fitness nicht ja, so ist es. Ja. Fitness ist echt ein super Tool. Auch bei mir damals. Ja, wann hast du eigentlich angefangen? Wann war das bei dir? Boah, in welchem Alter war das ungefähr? Ich glaube, das war so in deinem Alter jetzt. Also auch mit so mit 21, 22, glaube ich, habe ich angefangen zu pumpen. Ich war schon mit 18, 19 das erste Mal im Gym. Klassiker halt, aber auch nicht richtig ernst genommen. Vor jedem Training erstmal einen Joint geraucht. Und reingefressen und dann ist Gym gegangen, voll high und sich eingebildet, man ist voll krass, so. Ja, ich weiß, ja. Wenn man dann noch Boosterpulver dazugenommen hat, dann warst du wirklich auf einer komplett anderen Ebene. Ja, so ein Booster-Thema war da damals noch gar nicht so krass verbreitet irgendwie. Auf jeden Fall hat es da so angefangen, aber ich war auch in meinem Freundeskreis dann der Einzige, der richtig durchgezogen hat mit Fitness. Also der richtig gesagt hat, so okay, ich mache das jetzt zu meinem Lifestyle. Ich versuche wirklich mein Leben zu verändern in die Richtung, was Ernährung und diese ganzen Geschichten angeht und habe mich halt da wirklich diesem Fitnessfilm verschrieben. Und bei mir war es halt geil, dass ich habe dann halt online versucht, Leute zu finden, mit denen ich so relaten kann, weißt du? Und dann kam mir die damals funktioniert, Bro? Weil damals war das ja nicht Instagram DM, das war dann MySpace Facebook. Oder was? Facebook. Okay. Ja. Also ich habe mein erster Stepper in die Öffentlichkeit war, ich habe mir ein eigenes Facebook-Profil gemacht, Lovelock Aesthetic hieß es damals. Ja, jeder hat damals Aesthetic einfach hinter seinen Namen gepackt. So. Ja. Oder noch plumper einfach Fitness Leon. Ja, so Fitness-Oscar und so, ja, genau. Ja. Und dann habe ich halt mir angefangen, Leute reinzuziehen. So Karl S. war einer, den ich mir viel reingezogen habe. Und dann auch diese Pro-Bro-Jungs und so. Und dann war ich halt auch direkt, bin ich auf Facebook und habe die Leute angeschrieben. Und den ersten Kontakt tatsächlich zu den Leuten habe ich dann über die FIBO bekommen. Ich bin auf die FIBO gegangen und bin dann halt auch genau zu diesen Leuten hingegangen und habe gesagt, lass uns connecten, ich will mit euch connecten. Weil ich halt wirklich auch Leute gesucht habe, die auch den Lifestyle leben. Weil ich gemerkt habe, meine Kumpels ziehen nicht richtig mit. Und dann habe ich da halt ein Team gefunden und das hat mir auch voll so Bestätigung gegeben und mich weiter durchziehen lassen so, weil ich habe mich immer alleine gefühlt mit dem, was ich mache so. Ich war immer sehr motiviert, sehr diszipliniert, wenn Training dann richtig und es war halt geil, wenn du dann Leute um dich rum hast, die dann auch den Film so schieben, weißt du? Ja, kann ich nur bestätigen, aber das ist ja die Kombination jetzt aus der Fitnesswelt, aber auch dem Leben in der Öffentlichkeit, weil du hättest ja auch sagen können so, hey, ja, lass einfach mal zwischendurch privat ein bisschen irgendwie was essen gehen und trainieren gehen und so ein bisschen cool, aber wann kam bei dir dieses Ding so, hey, so in der Öffentlichkeit zu stehen vor der Kamera, das hat auch was, das ist auch cool. Wie kam das zustande? Boah, das habe ich schon ganz früh gefühlt, Bro. Ja, ich habe mir genauso. So als 8-Jähriger oder so. Keine Ahnung, Alter. Ja, mit so einer komischen Minikamera und dann irgendwie Windows Movie Maker und so. Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe mir halt immer Leute reingezogen im Fernsehen und so.
Und da gab es dann auch so Kinderstars. So, kennst du noch Aaron Carter oder Lil Bow Wow und so? Ich kenne Big Time Rush auf Nickelodeon. Okay, krass. Nee, habe ich mir immer irgendwelche Kinderstars reingezogen und ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass ich auch dazugehöre irgendwie. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass ich auch in die Öffentlichkeit muss und mein Leben mit der Öffentlichkeit teilen muss. Wo das herkommt genau, kann ich dir nicht sagen. Ich bin mir sicher, dass ein Teil auf jeden Fall auch die Aufmerksamkeit ist, die man vielleicht in der Kindheit nicht so bekommen hat, weil man keinen Vater hatte vielleicht oder so. Ist ja viele Leute, die in der Öffentlichkeit stattfinden, suchen da auch irgendwie diese Aufmerksamkeit so. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, dass das eine Bestimmung ist irgendwo. Ja, ja, da gibt's dieses Zitat, dass jeder Künstler irgendwas, so eine Charaktereigenschaft in sich trägt, ob er jetzt irgendwas überspielen will oder irgendwo sich so selbstdarstellerisch am Start ist. Dass diese Ader hat, denke ich, jeder Mensch, nur der eine halt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber bei mir kam dieser Einfluss, glaube ich, vor allem durch meinen Vater. Weil er ist ja Musiker, Künstler und. Ach, echt, ja? Ja. Krass. Und da war ich dann damals auch als Sechsjähriger, Siebenjähriger bei den Veranstaltungen mit. Also, er ist ja Kindermusiker und da war das halt dann für mich natürlich immer abenteuerlich. So, der dort auf der Bühne stand und die Musik gemacht haben und die Familienfeste dort einfach zu einem richtig schönen Ort gemacht haben. Das war halt mein Vater und ich war halt von klein auf immer mit dabei. Dann war er bei Kika und so weiter und in den Zeitungen und an der Ostsee bei so Tournees und so weiter. Da waren wir halt einmal im Jahr immer für 7 Tage in der Ostsee und Papa hat halt auf der Bühne Musik gemacht und ich war halt mit Mama am Strand oder so oder haben beim Aufbau, Abbau. Ich habe damals CDs verkauft für meinen Vater, während die Veranstaltung halt lief. Das war, und ich war da so mit 10 Jahren, habe so kleine Rechnungen geschrieben und meinte so, ja, also die CD ist sehr gut, aber die CD ist auch sehr gut. Bist schon so der Hustler geworden, der Hustler-Lifestyle gelebt, schon mit 10 Jahren. Alter, Endtel, Top, G, Sigma. So, Bruder. Geil. Was hat der für Musik gemacht? Also in der DDR hat er angefangen mit seinem Kumpel Gitarre zu spielen und da hat er gemerkt, so, ey, wir harmonieren einfach sehr gut. Der andere konnte halt sehr gut dieses Fingerpicking machen mit der Gitarre, also so richtiger Künstler. Beide hatten coole Stimmen und dann haben sie erstmal in der DDR für Erwachsene Musik gemacht und haben dann angefangen mit Kindermusik. Und das ging dann in der DDR auch echt gut, also vor dem Sandmann, also bevor die Sandmann-Show lief, kam dann halt teilweise Musik von den beiden unter Ulf und Zwölf und dann ist halt die Mauer gefallen und dann haben sich ja. Hä? Ulf und Zwulf? Ganz genau. Geil. Ja. Das stand, also mein Vater heißt wirklich Ulf, der andere, der heißt nicht Zwulf, aber die haben halt gegenseitig irgendwie gegeneinander Volleyball gespielt und dann stand es irgendwann 11 zu 12 und irgendeiner hat so reingerufen, ah, jetzt steht's Ulf zu Zwulf so mäßig. Ey, so mäßig, sage ich. Wirklich. Dieses mäßig hast du auch seit 3-4 Jahren in meinen Kopf gesetzt, das kommt nicht mehr raus. So mäßig, ne? Stimmt, Alter, das fällt mir jetzt erst auf. Ja. Ja, aber mein ganzer Freundeskreis auch, man gibt es ja immer irgendwo weiter. Und ich weiß noch, damals in der Schule, wo das so angefangen hat, auch so deine Videos zu schauen, die Straßenumfragen, irgendwann war mal ein Kumpel auch von mir bei dir in der Straßenumfrage. Und wir sind zusammengebrochen vor Lachen. Das war der Typ, wo du, glaube ich, diese Contra-K-Memes reingeschnitten hast mit diesem Atme tief ein, falls du dich erinnerst, am Mauerpark. 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 Ja, und der hat dann nämlich gesagt, so, ja, mein Lieblingskünstler ist Contra K und vor allem das Lied Atme tief ein und der hat zwischendurch immer ultra tief eingeatmet bei dem Interview, also den Typ, den du gefragt hast, da hast du es mal so reingeschnitten, atme tief ein und dann dieser Typ, also mein Kumpel so. Geil. Genau. Ja, wo waren wir? Ja, und dann ist ja die DDR zusammen, kurzer Themenswitch wieder. Dann ist er zusammengebrochen. Kurze Historie ausgepackt. Und dann haben sich halt die ganzen Strukturen auch in der Musikszene, in der gesamten Kunstszene, auch in Berlin natürlich, in der Hauptstadt, verändert. Das heißt, die Kontakte zu Veranstaltern, zu damals noch Platten, also so Schallplattenfirmen, haben sich alle ausgetauscht. Und auf einmal waren halt nur noch die Manager aus dem Westen in Berlin. Und die kannten natürlich die Künstler aus dem Osten gar nicht. Und da hatte dann natürlich auch das Duo, also mein Vater und sein Kumpel halt eine Art, man kann es ja nicht gecancelt, also die DDR wurde halt sozusagen, wurde gecancelt mäßig, aber damit halt auch die ganze Kunst so. Und dann ist das Bild ausgefallen. Nee, und dann musste man natürlich wieder irgendwo von neu anfangen. Ja, und
das ist so der Stand der Dinge, ja. Aber krass, und das hat dich auf jeden Fall geprägt, sagst du dann auch irgendwann, hast du da schon... Alter, der Mauerfall, wirklich andere Prägung, Spaß. Nee, ich meine jetzt diese Sache, dass dein Vater auch Künstler war, auf der Bühne stand und so, hast du dann auch schon früh gespürt, so okay, ich will auch irgendwann in die Richtung gehen? Ja, du musst dir ja vorstellen, mein Vater war ja dadurch auch sehr oft zu Hause und hat von zu Hause aus in seinem Studio Musik gemacht, das gemischt. Konnte mich dann immer vom Kindergarten abholen oder zur Schule bringen, zum Fußballverein, konnte zu jedem Spiel gehen, weil er halt einfach die Möglichkeit hatte, seinen Tag selbst zu gestalten. Und das war ja, wenn du jetzt aufwächst mit Eltern, die eigentlich so von 8 bis 16 Uhr immer fest irgendwo sind, ja, etwas sehr, sehr Besonderes einfach, dass man gesehen hat, hey, du kannst auch so leben wie zum Beispiel mein Vater. Und das habe ich halt als das Normalste der Welt mitbekommen. Und deswegen konnte ich mir auch nie vorstellen, für mein eigenes Leben eine andere Option zu wählen. Und deswegen war das für mich auch, also für mich, jetzt fange ich schon an, hier bayerisch zu reden, deswegen war das für mich auch nie eine Option, zu sagen, hey, ja, die geregelten Arbeitszeiten liegen mir und ich möchte irgendwo ja Aufgaben bekommen, das abarbeiten und dann nach Hause gehen und fertig. Nee, da wollte ich schon immer meine eigenen Projekte starten. Aber was man nicht vergessen darf, ja, jeder Künstler hat irgendwo dieses lange Schlafen, unstrukturiert sein, ja auch in sich drin. Und das ist ja auch irgendwo ein Privileg, dass man das machen kann. Aber ich bin jetzt hier eher auch auf der Schiene Maskulinität, Red Pill, Struktur, Morgenroutine, Abendroutine, tagsüber kein Social Media. Ich meine, ich habe hier oben meinen Plan, wo halt draufsteht, wie mein Tag aussieht, mein optimaler Tag, sage ich mal. Weil das ist eine Komponente, wenn man die nicht mit dabei hat, dann ist halt nur die halbe Miete erfüllt, sage ich mal. Du bist auch unerreichbar, Bro. Meinst du mich jetzt? Ja, jo. Ja, ja. Also ich versuche dich anzurufen, dein Handy ist immer aus, WhatsApp immer nur einen Haken. Ja, ja, du musst dir vorstellen, ich habe nicht eine Mitteilung aktiviert, außer mein Wecker halt. Also ich bekomme weder Instagram und so, YouTube sowieso nicht Benachrichtigungen, aber auch WhatsApp. Ich gehe halt nur auf WhatsApp, wenn ich gerade so den Kopf habe. Ja. Und dann bin ich halt auch mit dem Kopf bei WhatsApp und dann mache ich WhatsApp im Optimalfall wieder aus. Klar, manchmal muss man dann direkt wieder öffnen, weil irgendjemand geantwortet hat oder wichtig ist. Aber sonst, ja, ich bin tatsächlich auch immer im Flugmodus. Wie Kollege sagt, nicht abgehört werden und so weiter. Nee, tatsächlich wegen Strahlenschutz auch. Ich habe so ein Elektrosmog-Messgerät, der so hochfrequente Strahlung misst. Und wenn du dann einfach mal den Unterschied live auf so einem wissenschaftlichen Messgerät siehst, wie das Ding ausschlägt, wenn du deine mobilen Daten anhast, dein Netzwerk anhast, im Vergleich zum Flugmodus, da denkst du dir schon so, ja, Bro, muss ich jetzt wirklich 24 Stunden am Tag mit diesem Strahlding in meinem Genitalbereich, sage ich mal, rumlaufen? Und da sage ich auch so, nö, Bro, mach ich den Flugmodus an. Und Aluhut hast du auch noch manchmal auf oder eher weniger dann? Ja, aber der ist gerade noch im Ofen, da liegt die Pizza gerade noch oben drauf. Nee, ich mache auch zum Schlafen auf jeden Fall auch immer Flugmodus an, aber so tagsüber bin ich da schon aktiv so. Aber ich habe mir sogar auch schon gesagt, dass ich das ist ein guter Hinweis mit den Benachrichtigungen. Ich habe viele Benachrichtigungen ausgestellt, WhatsApp habe ich aber immer noch an. Ich glaube, das versuche ich auch mal, dass ich mal die nächste Woche mal WhatsApp-Benachrichtigungen ausmache, weil man das das beeinflusst einen auch einfach auf jeden Fall. So, du stehst auf, du machst den Flugmodus aus und du kriegst die ersten Nachrichten und das kann deinen Tag steuern, so, weißt du? Ja. Schlechte Nachrichten, gute Nachrichten, egal in welche Richtung, das kann einen Einfluss auf deinen Vibe haben, den du dann am Tag durchziehst, so, weißt du? Und ich bin auch viel, viel sensibler geworden, was Informationen angeht. Also stell dir mal vor, du machst deine optimale Morgenroutine, sei es jetzt so zum Beispiel erstmal joggen, meditieren, Journal schreiben, Tee trinken, eine halbe Stunde lesen, ein bisschen am Balkon, vielleicht noch eine Atemübung, weißt du, so ein bisschen so Haustiere kümmern, einfach so richtig, ja, Sachen, wo du im Moment lebst und wo du einfach bei der einen Sache bist und richtig eine Ruhe, eine Klarheit im Kopf verspürst und dann machst du das Handy an, ich merke dann richtig, wie ich so eine Art Druck habe, wenn ich so den Flugmodus ausmache und so auf WhatsApp gehe, weißt du, ich sehe dann so eine Nachricht nach der anderen aufploppen, so auf einmal, du musst so runterscrollen und du denkst dir so, fuck, Digga, so, das macht was mit deinem Gehirn, mit deinem Kopf. Safe. Bei mir ist viel auch durch den Magen, ich merke das im Magen dann immer so. So eine leichte Nervosität kommt und so, okay, was erwartet mich jetzt so, weißt du, das ist schön. Und das ist halt krass, ich meine, wir sind irgendwo die erste Generation, die diesen enormen Informationsschub täglich hat, ja. Damals vielleicht noch Fernsehen gucken oder sowas, aber davor ohne Strom und so weiter, sagen wir mal jetzt, da hast du halt wirklich, da musstest du ja fast wie ein Mönch leben, weil es gar keine anderen Möglichkeiten gab. Ja. Und deswegen sehe ich auch so einen Punkt bei Andrew Tate, bei so vielen, wie er auch Wahrheiten spricht, meiner Meinung nach, und gute Tipps gibt. Er polarisiert dann natürlich auch gerne mit solchen Aussagen. Er haut dann so aus, ja, das Erste, was du machen musst, ist aufstehen und an dein Handy gehen, weil damit leitest du dein Imperium
Und ich bin keine 10 Minuten nicht am Handy. Klar, er hat halt sein multiglobales, digitales Netzwerk da aufgebaut, wo er halt der Chef ist und da aufpassen muss. Aber ich brauche meine Ruhe, Mann. Ich brauche, was er ja auch sagt, der Andrew Tate, der sagt, von wegen, das Wichtigste im Leben ist dieser Seelenfrieden, dieser so geistige Ruhepunkt, kann ich mir auch vorstellen, wenn du auf einem Level von Andrew Tate agierst. Aber das könnte ich nicht vereinbaren mit 24/7 am Handy sein, diesen so Geistesfrieden. Ja, ich glaube, ich muss auch sagen, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass der Bruder auf jeden Fall auch ein bisschen spirituelle Vibes gebrauchen könnte, so, weißt du? Bisschen weg vom Internet, bisschen vielleicht ein bisschen mehr meditieren, bisschen diese Richtung einschlagen, so. Also ich würde Andrew Tate zum Beispiel gerne mal neben einem Saatguru sehen oder so und dass die sich einfach mal unterhalten, so, weißt du, was ich meine? Ja. Ey, da gibt's einige interessante Komponenten. Also stell mal auch vor, das wären jetzt nicht große unterschiedliche Charaktere, sage ich mal. Kollege und Andrew Tate, die sind ja auch beide sehr einfach mit der Faust auf den Tisch hauen und raushauen. Und ich meine, der Kollege kann ja gutes Englisch. Ich meine, das wäre mal eine geile Kombination. Safe. Ja. Gibt's einige, wo ich auch denke. Was denn? Ja, der wie heißt dieser Boxer, der jetzt gleich kämpft damit? Also dieser Boxer in Anführungsstrichen KSI? Nee. KSI? Ja. Nee, Paul. Jake Paul. Der gegen Andrew Tate kämpfen soll, war? Stimmt das? Nee, aber es ist vom Tisch schon. Ja, das war. Nee, war auch nicht real, glaube ich. War von Anfang an schon klar, dass es eigentlich. Also, ich habe da nicht dran geglaubt, dass es stattfinden wird, so. Also, okay. Ich bin überzeugt davon, dass es nicht stattfindet. Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, Andrew hat da auch zu viel zu verlieren, weißt du? Ja. Und Jake Paul ist halt auch echt eine Maschine so. Gegen Logan, das würde ich mir richtig gerne reinziehen, gegen Logan so, weil die schießen ja auch hart gegeneinander. Bei Andrew, bei Jake ist es ja eher so, dass Andrew auch sagt, dass er den eigentlich feiert. So. Mhm. Und andersrum genauso, wo der gecancelt wurde, hat Logan natürlich direkt gegen ihn geschossen, aber Jake hat auch gesagt, Freedom of Speech ist wichtiger und so. Also ich glaube, Jake und Andrew sind gar nicht so weit voneinander weg. Ich würde eher den Kampf Logan und Andrew gerne sehen. Sag ich dir ehrlich. Ja, Logan ist ja der Blonde mit den längeren Haaren, wa? Den, genau. Der auch schon mal gegen irgendwen anders gekämpft hat. Gegen wen war das gleich? Der hat schon gegen viele gekämpft. Aber da gab es doch irgendwas ganz Krasses irgendwie gegen. Hat der nicht sogar gegen irgendeine Legende gekämpft? Mayweather, glaube ich, oder? Ja, da war doch was. Irgendwie ja, was ja. Ganz Abstraktes einfach. Ja. Richtig, ja. Ja, die haben sich das ja voll zur Aufgabe gemacht dann so. Und ich finde auch, also der Jake ist ja auch ein richtig krasser Boxer so, ne? Der ist wirklich krass. Da bin ich auch gespannt, was seine Entwicklung in der Zukunft angeht. Der ist für mich auch mehr YouTuber als Boxer so. Andersrum. Mehr Boxer mittlerweile als YouTuber. Perfekt. Ich wollte noch sagen, auf jeden Fall für seine Boxkarriere. Einer hat hier im Chat gerade geschrieben, hab auch alles aus. Meine Ex war so genervt davon, hahaha. Das ist halt so eine Sache, wenn du eine Freundin hast und dann alle deine Benachrichtigungen ausstellst, die könnte dann unter Umständen genervt sein. Musst du vorher mit dir abklären, Bro. Ja, redet da drüber, aber ich meine, unabhängig jetzt von Beziehung Mann, Frau, kein Mensch ist für jeden immer erreichbar. Das ist völlig unnatürlich. So, das ist ja genau diese Digitalisierung, die man machen will. Am besten, also jetzt mal wieder ein bisschen weiter gesponnen, aber ich meine, die Aussagen gibt's nun mal, Gehirnchips und Metaverse und Gedanken in die Cloud hochladen. Das ist ja dasselbe Prinzip. Du bist dann eine Maschine, die dauerhaft an ist und du hast überhaupt gar keine Kontrolle mehr über dich selbst. Und bei dem Punkt sind wir ja schon. Ich hatte auch keine Kontrolle über mich selbst. Ich habe morgens die erste halbe Stunde am Handy gechillt, so in meinen, ich sag schon, in meinen jungen In meinen Jahren, jüngeren Jahren. Völlig aus dem Kontext. Übertreib nicht, Bro. Also wirklich nicht lange her halt. Mit 18, 19, auch 20, Alter. Natürlich war 2020 so Lockdown-Geschichten. Die erste Zeit, Alter, ich habe mir sogar mein altes Videospiel hier, League of Legends, wieder runtergeladen, als ich wirklich gar nichts zu tun hatte. Mhm. Und wenn man sich da nicht unter Kontrolle hat, ist es einfach zu schade. So eine, man sagt es immer wieder, und ich habe damals auch die Leute im Internet gehört, die darüber geredet haben, dass es verschwendete Lebenszeit ist. Ich dachte mir so, ja, Mann, der hat recht. Und dann habe ich Telegram oder Instagram oder sowas geöffnet, habe wieder meine Zeit verschwendet. Aber wenn man was gefunden hat im Leben, wofür man brennt, dann gibt es gar nicht mehr diese Option, seine Zeit so zu verschwenden. Und also ich sag mal so, hätte ich jetzt nichts, wofür ich im Leben brenne, dann wäre es deutlich schwieriger, sich von diesen Ablenkungen, sei es auch Drogen und so weiter, fernzuhalten. Ja. Safe. Ich glaube, dieses Bewusstsein einfach auch zu haben, weißt du? Man muss einfach versuchen, immer bewusster zu werden. Und ich sag ehrlich,
am Anfang kann das auch ein bisschen hart sein, weißt du, da gehört eine gewisse Disziplin auf jeden Fall dazu. Wenn du dich den ganzen Tag normalerweise beschallen lässt von irgendwas. Ich kenne Leute, die können gar nicht mit sich selbst sein, ohne dass im Hintergrund wenigstens der Fernseher läuft oder ein bisschen Musik oder irgendwas. Und da merkst du schon, wie unbewusst du eigentlich bist. Wenn du einer von den Kandidaten bist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, da mal so einen Detox von zu machen. Und es wird sich am Anfang vielleicht nicht so geil anfühlen, aber langfristig wirst du da auf jeden Fall ein besseres Leben haben, Bro, als wenn du dich die ganze Zeit ablenken musst, damit du nicht mit dir dich selbst konfrontieren musst, mit dir selber so. Das ist es nicht. Das sollte aber auch eigentlich jeder wissen, so. Jeder weiß das, glaube ich, auch instinktiv, aber sie machen es dann halt trotzdem so, weißt du? Dann kann man nur hoffen, dass die Entwicklung aber startet und man dann vielleicht mit der Erfahrung besser da drin wird. Weil klar, wenn du jetzt sagst, okay, Mann, ja, du hast recht, Zeit verschwenden ist blöd, Bewusstsein, schulen und den Geist trainieren ist wichtig, okay, ich fange jetzt an, ich mache jetzt den Stream aus, fange an zu meditieren, lesen, bam, bam. Funktioniert ja meistens nicht, beziehungsweise nur für den Abend dann und dann am nächsten Tag ist man wieder in derselben Schleife drin. So. Man muss sich langsam daran tasten. Es ist Step Ganz by Step. Genau. Es ist ein Lifestyle, den du veränderst. So, es ist genauso wie mit Fitness. Du gehst ordentlich hin und trainierst dann am ersten Tag direkt Brust, Beine, Bizeps, Rücken, alles zusammen und dann gehst du die nächsten Monate nicht mehr so, weil du voll die Schmerzen hattest, so, sondern du versuchst dich langsam erstmal mit einem Ganzkörpertraining, langsam wenig Gewicht, versuchst dich langsam da reinzusteigern und den Lifestyle für dich wirklich zu leben. Und so eine Lifestyle-Veränderung ist immer mit Zeit verbunden. Gib dir Zeit. Da hatte ich auch die Geschichte, gerade erst aus einem Buch, was ich gelesen habe. Boah, ich hoffe, ich bekomme die Pointe am Ende auch hin, aber die fängt auf jeden Fall mit einem Schüler an, der lass es Tibet sein, zu einem Mönch geht und sagt so, hey, wie viele Stunden am Tag muss ich meditieren, um geistige Klarheit zu bekommen? Und dann sagt der Mönch, sagen wir mal 30 Minuten am Tag. Und dann sagt der Schüler, okay, 30 Minuten am Tag. Aber was ist, wenn ich jetzt 60 Minuten am Tag meditiere? Dann müsste ich doch doppelt so schnell ankommen oder nicht? Wäre das eine Option? Dann sagt der Mönch, nee, meditiere mal lieber, oder warte, Digga, verwechsel ich das jetzt? Und dann irgendwie da 2 Stunden oder so am Tag, weil die Moral der Geschichte war halt dann, Digga, ich habe die Prime halt echt nicht hinbekommen. Ist egal, du kriegst es schon noch hin. Einmal tief durchatmen und nochmal sortieren. Ja, ich wusste schon, bevor ich anfange, dass ich nur den ersten Teil noch gut in Erinnerung habe. Aber ich dachte, ich bekomme das schon noch hin, sag ich mal. Nee, guck mal, aber das Prinzip ist ja klar. Wenn du schon so berechnend rangehst, dass du das Ziel hast, ja, okay, ich muss so und so viel machen, dann erreiche ich das und dann bin ich fertig. Mit der Gedankeneinstellung wirst du halt wahrscheinlich nicht weiterkommen, weil das ist das nächste Zitat auch aus diesem Buch, dass das Leben ja ein ewiger Prozess des Lernens ist und das hört ja nicht auf. Du kannst jetzt nicht einfach 1 Stunde statt 10 Minuten am Tag meditieren und dann bist du schon in einer Woche fertig und hast den Geisteszustand eines Zen-Mönchs. Nee, das ist ja ein lebenslanger Prozess. Das kann man nicht abkürzen. Ja, genau das ist es. Du kannst diesen Prozess nur verlängern, indem du halt immer weiter noch mehr Ablenkung in dein Leben lässt, weil du kannst ja dich entscheiden, diese Ablenkung nicht mehr in dein Leben zu lassen. Und da gibt es ja Tricks. Ja, mein Kumpel hat halt, wie gesagt, so einen Zeitbildschirmscode bei mir im Handy eingestellt. Das heißt, nach 30 Minuten auf Instagram kommt eine Sperre rein und dann brauche ich halt diesen Code vom Kumpel und das geht dann halt nicht mehr. Das heißt, es gibt schon Möglichkeiten, sich wirklich etwas abzugewöhnen. Ja, und es gibt auch Apps so, wo du den Feed bearbeiten kannst, so, wo du dann auf Instagram gehst und nur dein eigenes Profil siehst zum Beispiel. Wenn du jetzt aber das ist zum bestimmt Beispiel, nicht für Apple da, oder? Nur, oder hast du es für ein iPhone auch? Doch. Echt? Gibt's auch für iPhone, ja. Okay. Ja, sowas habe ich nämlich echt jahrelang gesucht. Das gibt's für YouTube, das gibt's für Facebook, das gibt's für TikTok, das gibt's für Instagram. Und dann kannst du wirklich alles so einstellen, wie du das haben möchtest. Und wenn du jetzt zum Beispiel Influencer bist oder auch in der Öffentlichkeit stattfindest, so wie wir jetzt, dann kannst du halt wirklich so einstellen, dass du nur dein eigenes Profil, deine eigene Story siehst, dann postest du was und dann gehst du wieder raus, weil wie oft willst du dir deine eigene Story angucken? So, weißt du, was ich meine? Das weißt du nicht. Alter, wenn ich eine geile Story hochgeladen habe, dann wird da aber geguckt bis zum Gehtnichtmehr. Ja, doch, bei mir genauso. Muss man zugeben an der Stelle. Ich suchte meine eigene Story auch manchmal. Ja, ist auch manchmal lustig einfach. Weißt du, das sind ja auch so Lebenserinnerungen. Ich meine, so, eine Sache noch ganz kurz zu dieser Lifestyle-Geschichte, das ist mir nämlich wichtig. Egal mit was ihr anfangt, wenn ihr euch vornehmt, zum Beispiel das mit Fitness, wenn ihr euch vornehmt, ich möchte jetzt einen guten Körper haben, ich möchte mich verändern, dann sollte das nicht euer Ziel sein. Euer Ziel sollte sein, euren Lifestyle so anzupassen, dass ihr euer Leben lang einen guten Körper habt und nicht nur irgendwie einmal für ein paar Monate gut aussieht, sondern euch wirklich langsam in diesen Lifestyle hineintasten. Und genauso auch mit Bewusstsein und Meditation zum Beispiel.
ey, gebt euch damit Zeit, macht euch keinen Druck. Druck ist das Schlimmste bei solchen Sachen so. Wenn ihr meditiert und anfangt zu meditieren und dann schon mit Druck an die Sache rangeht, dann wird es mit der Meditation auch nicht funktionieren so. Ihr müsst euch da Zeit geben, Raum geben und euch und euch nicht die ganze Zeit sagen, ich will unbedingt jetzt meditieren und ich will unbedingt erleuchtet sein. Gebt euch die Zeit, das ist ein Prozess. Ja. Und da wollte ich mich auch nochmal genau an dem Punkt ansetzen, weil wir reden ja viel übers Bewusstsein, also sprich, dass man seine Fähigkeit im Geist zu bleiben, bei sich zu bleiben, ob es jetzt bei Sportübungen ist, dass man wirklich beim Training im Endeffekt im Muskel ist, im Körperbewusstsein ist und halt nicht zwischendurch auf WhatsApp und Instagram noch hier und da selbst Musik auswählen kann, manchmal den Fokus irgendwie ein bisschen stören. Safe. Und zum Stichwort sich etwas ins Bewusstsein holen, weil das prägt, wie du sagen würdest, prägt dich ja auch enorm, genauso wie dein Umfeld, deine Freunde. Präge den Motherfuckers. Das ist ein so guter Ratschlag, den man auch immer wieder hört, aber der wahrer nicht sein könnte, ist Lesen. Weil ich dachte immer, okay, ich habe jetzt so 1, 2, 3 Bücher gelesen, so sei es jetzt John Peterson, 12 Rules for Life, 5 AM Club oder so. Jetzt weiß ich ja, ich weiß alles, was da drin steht. Weil ich dachte halt, man liest die Bücher und dann hat man das Wissen und wendet es an und fertig. Aber sobald du dann aufhörst, diese Bücher zu lesen, die, egal ob jetzt in Romanform oder in so Sachbüchern, darüber erzählen, wie man sich zum Beispiel gute Gewohnheiten aneignet oder generell ein erfülltes Leben sich erarbeitet, dass man das Wissen einfach anwendet und fertig. Aber ich glaube, man muss immer irgendwo in Kontakt sein mit diesen Quellen, weil sonst fängst du wieder an, in deine alten Strukturen zu denken. Weil die sind ja so verfestigt, weißt du? Du musst ja dauerhaft eigentlich eine Kontrolle darüber haben, was du denkst. Wenn du das schaffst, also das schaffen, so weiß ich nicht, ob es jemand auf dem Planeten schafft, so, aber wenn, dann großen Respekt. Und das ist halt. Man braucht halt immer wieder so eine Art Reminder, ne? Man muss immer wieder daran erinnert werden, okay, fuck, ich muss wieder zurück ins Bewusstsein rein. Aber ich glaube wirklich daran, dass wenn du auf einem krassen Level bist und quasi erleuchtet bist, in Anführungszeichen, dass du das durch dein ganzes Leben steuern kannst, so. Wenn du an diesem Punkt angekommen bist. Ich sag aber auch, dass nicht jeder Mensch an diesem Punkt kommen kann, so, weißt du? Ich glaube wirklich, dass dazu eine richtig krasse Disziplin gehört und dass du wirklich halt jeden Tag versuchen musst, mehr in diese Richtung reinzukommen. Und diese ganzen weltlichen Sachen lenken uns extrem davon ab. Ich glaube, es ist schwer, in unserer normalen westlichen Welt, wie wir leben, an diesen Punkt zu kommen. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich ziehe mir auch viele Mönchgeschichten rein, aus Tibet etc. Und die machen ja wirklich Retreats, wo die 3 Jahre lang mit keinem einzigen Menschen mehr Kontakt haben und 3 Jahre lang jeden Tag 15 Stunden meditieren oder 20 Stunden meditieren. Und die schlafen auch nicht. Die meditieren nur, weißt du, was ich meine? Und da kannst du dir schon vorstellen, und nicht mal die sind alle erleuchtet so, weißt du? Also es ist ein riesen weiter und langer Weg, das zu erreichen, glaube ich. Der eine vielleicht erreicht es ein bisschen schneller, der andere ein bisschen kürzer so, aber ja, ich gebe dir recht, man braucht hier in unserer Welt, gerade wenn du auch in der Öffentlichkeit stattfindest, immer mal wieder so eine Art Reminder, der dich daran erinnert so. Was mir gerade extrem hilft, ich lese wieder die Bibel jetzt, ich habe angefangen, die Bibel wieder zu lesen. Ja. Ich höre sie mir an quasi. Ich lese sie nicht, sondern ich höre sie mir an. Ich bin nicht so der Lesetyp. Ich habe das schon ich habe das schon öfter mal versucht, aber es hat nie so richtig krass funktioniert bei mir. Und jetzt höre ich sie mir an, so auch Altes Testament. Und ich merke auch, wie mich das zum Beispiel krass beruhigt, einfach runterholt, so, weißt du? Mhm. Und wenn ich merke, ich werde zu nervös und zu hektisch, dann versuche ich mich manchmal einfach auf die Geschichten an die Geschichten zu erinnern, die ich zum Beispiel gestern Abend gehört habe, und dann merke ich wieder, wie mich das ein bisschen in die Ruhe reinbringt, so, weißt du? Ja, echt guter Tipp. Ist das über YouTube einfach so eine 10-Stunden-Version oder ist das Audible oder was ist das? Ich habe die Bibel-App. Ist eine App. Ach, hör mir auf. Ja. Okay, muss ich mir mal gerade aufschreiben hier. Ja, weil ich zeig dir das mal. Ja, genau, mach das mal. Ja, genau, so ein Buchsymbol, Bibel, und das ist halt cool. Du kannst halt auch wirklich dann auch markieren und so ein Shit, weißt du? Mhm. Da gibt's dann so Optionen, wo du markieren kannst, und dann kannst du sie dir halt durchlesen oder einfach anhören, so, weißt du? Dann legte sie das Kind hinein und setzte es. Top. Ist krass. Ja.
Also ist ja krass. Und ich habe mir auch vorgenommen, komplett Altes Testament, Neues Testament und den Koran will ich mir gerne auch nochmal durchlesen, so anhören. Ja. Ja, da hast du auf jeden Fall ein Ziel. Den Koran hast du schon mal gelesen oder in Teilen? In Teilen nur. Angefangen, aber nicht durchgezogen bis jetzt. Ja, ja. Ja, und ja, jetzt habe ich mir wirklich gesagt, ich will alles lesen. Ich will das jetzt komplett mir den ganzen Input geben. So. Ja. Gerade wenn man hier in der westlichen Welt ist, sollte man auf jeden Fall mal die Bibel in seinem Leben gelesen haben. Ich finde, das ist einfach so ein Grundwerk unserer Zivilisation, weißt du? Mhm. Das verwurzelt dich ja auch mit der Geschichte deiner Vorfahren, weißt du? Das ist das Buch. Kann man jetzt halten drüber, was man will, mit umschreiben und Kirche, keine Frage. Ich meine, ich heiße ja nicht ohne Grund auch irgendwo Ketzer der Neuzeit. Mhm. Aber das einfach an sich vorbeigehen zu lassen und sagen so, Atheismus und Gott ist Quatsch und ich gucke jetzt aber dafür irgendwie den neuen Marvel-Film und feier voll irgendwelche Actionfiguren und Himmel irgendwie, was weiß ich, an. Mhm. Das soll ja jeder machen, wie er will. Aber für mich gehört das auf jeden Fall zu so einer Entwicklung auch dazu, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Und selbst wenn du, ich würde es sogar Menschen empfehlen, die selbst nicht gläubig sind oder so, weißt du? Weil diese Geschichten, die du da liest, ich habe das einfach gemerkt. Ich habe mir 2-3 Bücher vorher durchgelesen, wo es auch um Spiritualität geht und auch um Persönlichkeitsentwicklung. Aber die krassesten Sätze und die prägendsten Geschichten habe ich aus den heiligen Büchern bekommen. So. Und wenn du dir das wirklich durchliest und du offen bist, dann kannst du davon extrem viel lernen, so. Du kannst es auf dein eigenes Leben übertragen. Es hat immer noch voll den Wert, die Geschichten, die da drin stehen. Sowohl Bibel als auch Koran. Wenn du dich daran orientierst, das ist die beste Persönlichkeitsentwicklung meiner Meinung nach, die du machen kannst. Das ist die beste Motivationsgeschichte, die du machen kannst, so weißt du. Und das habe ich schon immer gemerkt. Und deswegen habe ich mir auch gesagt, okay, jetzt ziehst du es einmal komplett durch. Lese es dir komplett durch. Ich bin erst beim 2. Buch Mose angekommen. Aber ja, ist auf jeden Fall viel. Ja. Und gerade vom Alten Testament habe ich halt gehört, dass das wirklich einfach noch mal ein bisschen härterer Tobak ist, sage ich mal, im Sinne von komplizierter geschrieben und ja, auch was da passiert teilweise, so, weißt du? Da passieren Dinge, wo du sagst, das ist doch nicht gut. Ich bin aber echt gespannt. Das ist doch nicht gut, weißt du, was ich meine, denkst du dir so? Ja. Auch das gehört zu dieser weltlichen Ebene dazu. Ey, ich bin richtig gespannt. Ich werde das Alte Testament dann als nächstes lesen. Ich bin gerade beim Neuen Testament und ich habe das halt oben bei mir auf dem Hochbett. Und als ich damit angefangen habe, war das, wo das noch ungewohnt war, sage ich mal, mit Kerzenlicht die Bibel zu lesen. Ich habe mich halt wirklich wie ein Mönch so 13. Jahrhundert gefühlt, weißt du? Und das macht auch was mit deinem Selbstwertgefühl. Ich meine, vergleich mal kurz dein damaliges Ich. So 20 Uhr TikTok irgendwelche Mädels da gesehen und dann Vergleich 20 Uhr Kerzenlicht anmachen, Bibel lesen. Bruder, ich bin das ist doch 1000-mal geiler. Das ist aber krass, dass du das schon fühlst, dass du das so denkst in deinem Alter, weißt du, was ich meine? Finde ich richtig geil, Bro. Manchmal habe ich auch das Gefühl, du bist ein älterer Mann in dem jungen Körper, Bro. Ich identifiziere mich halt alt. Hey, aber ich sag's dir auch, wie es ist, das hat auch krass was mit meinem Umfeld, mit meinem Freundeskreis zu tun. Seit 2020 sind da Menschen in mein Leben gekommen, die noch viel mehr Erfahrung haben in den verschiedensten Bereichen, sei es jetzt im Thema Glauben, Geschichte, Politik, Maskulinität, Sport. Und wir ergänzen uns halt einfach richtig gut. Geil. Dann kommt man in diese Aufwärtsspirale, auch wenn man dann zwischendurch mal irgendwie was passiert ist, irgendeine Downphase hat,